Hallo meine Lieben und herzliche Willkommen. Hier ist wieder euer Heinz mit dem Engel-Orakel der Woche. Ja, ist ja etwas ganz gut angenommen worden, zumindest auf dem Kanal. Ja. Waren ein paar mehr Zuschauer. Mal gucken, ob das auch so bleibt. Ja, die Woche habe ich mich für das Heil-Orakel der Engel entschieden. Und da wollen wir auch gleich anfangen, immer lange hier rumschwatzen. Schwatzen tun wir bestimmt genug wieder. So wie ich mich kenne. So, und da machen wir wie immer. Ja. Eine. Oh, Engelchen. So. Oh, noch eine. So. Was ist mit der Decke heute? Nicht gar nicht richtig. Naja. Oh. Noch eine. Na, da bin ich ja gespannt. Man hält's vor Spannung immer nicht aus, nicht? Ich würde mal deuten, die ist nicht ganz so, aber weggerutscht. Oh, hier, die klebte eindeutig. So, eine brauchen wir noch. Eine, bei diesem Deck nehme ich immer 6 Karten. Ja, haben wir es schon, die blieb gleich in der Hand. So, die blieb gleich in der Hand. Na, da wollen wir mal. Fangen wir auch gleich an. Lange Rede, kurzer Unsinn. Musik. Musik. Erfüllt auch immer unser Leben, nicht? So. Musik. Oh Gott, ich brauche schon eine neue Laserbrille hier. Die Engel ermuntern dich, in wunderschöne Musik einzutauchen. Musik erhebt deine Seele über alle erdgebundenen Sorgen und öffnet deine Gedanken für die göttliche Liebe. Du hast Engel an deiner Seite, die dir durch die heilenden Eigenschaften der Musik helfen wollen. Wenn du diese Karte ziehst, bitten dich die Engel, mehr Musik in dein Leben zu lassen. Sie leiten dich an, harmonische Musik aufzulegen, während du dich anziehst, arbeitest oder entspannst. Außerdem fordern sie dich auf, häufig zu singen oder zu pfeifen. Vielleicht hast du diese Karte auch aufgrund deiner eigenen musikalischen Talente gezogen. Hast du in letzter Zeit den Impuls verspürt, ein Lied zu komponieren, an einer musikalischen Aufführung teilzunehmen, einem Chor oder einer Band beizutreten oder ein Instrument zu spielen? Es ist durchaus möglich, dass diese inneren Anstöße von deinen Engeln ausgehen, die deine gottgegebenen Fähigkeiten sehen können. Sie wissen, dass deine musikalischen Talente anderen Menschen helfen werden. Also bitten sie dich, ein irdischer Engel zu sein, indem du dein Talent für Lieder und Melodien zum Ausdruck bringst. Ja, Musik ist ja immer ein wesentlicher Faktor. Ich hatte zum Beispiel gestern dann wieder Nachmittag, ich hatte hier ein paar Schallplatten wieder gekriegt. Die musste ich ja, die höre ich immer erstmal durch, bevor ich sie mir einsortiere, damit ich weiß, was haben sie für eine Qualität. Nehmen wir noch ein Zettelchen rein. Aber es war schön wieder, weil die Musik entspannt dann auch wirklich. Man kommt auf andere Gedanken, man kommt selber in ein anderes Schwingungsmuster. Ja? Und wenn man dann auch selber noch mitsingt, ja. Ich hoffe, das haben die Nachbarn nicht so deutlich gehört. Ja, aber wenn man dann so einen Schlager einfach immer mittrellert, ja, versetzt das den eigenen Körper auch in eine ganz andere Schwingung. Ja, also das ist wirklich, man merkt das. Also das ist ein okay Witz. Ja, und da kommt es immer drauf an, die Musik, auf was du natürlich gerade Lust hast. Hier steht hier stimmungsvolle, oder was stand hier drinnen? Ja. Tja, harmonische Musik, ja. Wenn für dich jetzt gerade AC/DC harmonisch ist, also Heavy Metal, dann ist das in dem Moment richtig. Wenn du Klassik hören willst, dann machst du Klassiker. Wenn es im Schnulzen sein soll, na, dann bitteschön, ja. Manche stehen auf diesen Hip-Hop, davon kann ich ja nur gar nichts, aber Geschmäcker sind halt verschieden.
Ja, das Problem ist, dass ihr in dem Sinne mal eurer inneren Stimme folgt, eurem inneren Gefühl, auf was habe ich gerade Lust, nicht? Und dann werdet ihr merken, dass die Musik auch dieses, wie soll ich denn sagen, eure Aktivität verstärkt oder das, was ihr gerade tun wolltet, vielleicht auch unterstützend wirkt, ja, also wirklich so, wo man sagt, oh, jetzt gehe ich da mit Schwung ran, ja, und wenn es eben der Hausputz ist, der simple Hausputz, ja, mit Musik geht alles besser. Ja, die Erfahrung hat ja schließlich schon jeder gemacht und das ist eben nochmal der Hinweis, sich auch mal, ja, wieder diesem zu widmen oder einfach entspannen, ja, wenn man einfach Musik, es gibt ja auch schöne Entspannungsmusik, ja, wo man sich einfach mal schön aufs Sofa lümmeln oder einen Sessel pflanzt oder wie auch immer. Ja, und sich einfach schön die Dinge mal treiben lässt und seinen Gedanken mal freien Lauf lässt oder einfach gucken, was passiert. Ja. Wie der Körper reagiert, ja, mal beobachten auf die verschiedenen Schwingungen, ja, die Frequenzen. Ja, also man kommt schon in Vibrieren. Ich wiederhole es immer wieder gerne, weil das war für mich so faszinierend. Ich höre ja nur gerne Johann Strauss, nicht? Also, ja, ich bin, ja, und, aber das habe ich schon mit Kopfhörer gemacht, ja, und habe das ein bisschen lauter und habe mich schön mal entspannt hingelegt und dann fing wirklich die Vibration bei den schönen Walzerklängen, ja, also wirklich bis in die Fußspitzen hast du das in deinem ganzen Körper gespürt, ja, also es ist schon erstaunlich, was Musik ausmacht, ja, nur dieses Hören, wie dein Körper in Schwingung gerät damit und das ist auch, denke ich, ja, auch gut für deine Allgemeinbefinden, nicht nur fürs Allgemeinbefinden, sondern auch für deine körperliche Gesundheit, ja, wenn mal wieder Frequenzen kommen, ja, die ihr euch anhören solltet. Ja, also dafür rede ich nie von die 430 Quatsch, ja, also das habe ich ausprobiert, ja, und das ist für mich nervtötend, ja, sondern das Normale, was man bis jetzt hatte. Ja. Und eben schön, wenn er da irgendwann eine Schallplatte wieder ausgrabt, ja, gerade bei Klassik, ja, merkt man den Unterschied doch deutlich zur CD, ja, dass das also ein ganz anderes Schwingungsmuster ist, wenn man so ein analoges Stück auflegt, ja, das ist einfach, ich habe es ausprobiert, ja, weil man wollte es ja auch nicht glauben, aber es ist einfach so und ich habe das bei vielen Sachen ausprobiert, ja, wo ich CD hatte und die Schallplatte und ich muss ehrlich sagen, die Schallplatte ist Welten liegen da dazwischen, ja, von dem ganzen Klanggefühl und von dem ganzen Stimme, also das kann nichts Digitales ausbessern, das analoge, ja, es ist einfach. Die Schallplatte ist für mich nach wie vor ein Wunderwerk, ja, ein Stück Vinyl, ja, in dem eine spitze Nadel drinne läuft und dort kommen Klänge raus, das ist einfach, ja, die läuft ja nicht drinne, die schwebt ja in dieser schmalen Rille, ja, die kratzt ja nicht unten auf, ja, das ist schon, wo man sagt, Mann, ja, ja, da kommt man wieder ins Schwärmen, ja. Also mit Musik geht alles besser, ja, lasst euch immer, vielleicht braucht ihr immer die Pause, ja, einfach jetzt nie zum Arbeiten, sondern wo ich es vorhin schon gesagt habe, dass ihr vielleicht euch einfach mal eine halbe Stunde Zeit nehmt, das muss ja nicht den ganzen Tag sein, ne? Mal eine halbe Stunde Zeit, mal eine halbe Stunde, ich denke, die kann jeder von euch mal sich abknapsen am Tag und sich einfach mal fallen lassen und mal seinen inneren Gefühlen folgen, mal seinen Gedanken folgen, die man vielleicht gerade hat, dann kann man sie auch mal wieder sortieren und machen und vielleicht muss man mal eine Entscheidung treffen, über die man mal nachdenken muss, ist vielleicht mit der Musik geht das dann besser. So, die nächste Karte ist Körperbewusstsein. Aber das jetzt nicht dazu passt, gesagt nicht. Mit dem Körper in Schwingung bringen. Körperbewusstsein. Die Engel bitten dich, dem Wohlergehen einen physischen Körper mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Du wirst gebeten, gerade gesunde Kost zu essen. Entschuldigung, ich sprach wirklich mal eine andere Bild, das ist schon wieder so klein, du. Gesunde Kost zu essen, dich regelmäßig körperlich zu betätigen und Giftstoffe wie Nikotin und Alkohol zu meiden. Mhm. Mit dieser Karte bitten dich die Engel verstärkt, auf die Bedürfnisse deines physischen Körpers zu achten. Vielleicht widersetzt du dich dieser himmlischen Führung und die Engel sind schon verschiedentlich mit diesen Themen an dich herangetreten. Sie erinnern dich daran, dass der Körper wie ein Instrument ist, das eine größere Harmonie ausstrahlt, wenn es gut gestimmt ist, nicht? Wie beim Klavier. Dein Geist. Oh, siehst du, komm schon wieder schleudern. Dein Geist ist der Musik eines Flügels vergleichbar und die Engel bitten dich, diesen Flügel in gutem Zustand zu halten. Deine Engel wissen, dass du dich wunderbar fühlen wirst, wenn du dieser Bitte folgst. Mehr Energie und Glück
sind die Belohnung dafür, dass du den Anweisungen der Engel nachgekommen bist. Die werden dir helfen, die Zeit und Motivation zu finden, die dich regelmäßig körperlich betätigen. Sie werden dir auch helfen, ein Verlangen nach schädlichen Substanzen aufzugeben, und die Engel werden dir behilflich sein, die neu entdeckten Freuden zu genießen, die daher rühren, dass du deinen Körper reinigst und pflegst. Ja, Alkohol und Nikotin, nicht, das ist immer so eine Sache. Alkohol im Maßen mag ja sein. Gut, ich trinke nun schon sehr lange nichts mehr, weil ich habe meine Menge in meiner Jugend versoffen. Ja, die Menge fürs ganze Leben habe ich eben ruckzuck erledigt sozusagen. Ich habe das weg. Ja, aber geraucht habe ich ja auch nicht. Aber das habe ich jetzt auch weg. Ja, das werden jetzt nur um 8 Jahre, 9 Jahre bald. Ja. Man fühlt sich anders. Und da kann ich aber sagen, es gibt immer Momente im Leben, wo ihnen das leichter fällt. Ja, vielleicht werde ich jetzt so gerade wieder geschubst mit dem Gedanken, ja, vielleicht Alkoholkonsum zumindest einzuschränken. Ja, weil ich trinke oder zu viel als Kummer oder Sorgen. Ja, ja, damit wieder in Einklang bringen. Ja, und mit dem Rauchen, sagen wir doch mal ehrlich, das Zeug kostet heutzutage einen Haufen Geld. Da zieht sie ihnen ja die Schuhe aus. Ich habe ja mal geguckt, so Schachtel Zigaretten, 6 Euro, das ist also 12 Mark. Also die hätte man früher nie fürs Rauchen ausgegeben. Ja, also, und das, was da heutzutage drin ist in der Zigarette, das wollte ich gar nicht wissen. Ja, das ist also, ist ja nicht nur mehr nur der natürliche Tabak, ja, der ja wahrscheinlich dann halb so schädlich wäre, aber das, was da mal an Substanzen, an Geschmacksstoffen etc. reinkommen, ja, also da will ich, das will ich gar nicht mehr wissen, weil es ist. Ja, und wenn man jetzt das Gefühl hat, dass man das eigentlich lassen sollte, ja, da muss man nicht bis Silvester warten, ja, ja, weil das klappt dann meist sowieso bei den wenigsten, nicht? Das geht ja mal eine Woche, wenn man Glück hat, und dann, brennt man wieder eine an. Ja, aber wenn man jetzt das Gefühl hat, das ändern zu wollen, ja, dann sollte man es jetzt tun, ja, oder eben Sport machen, ja, wenn es eben so ist und sagt, eigentlich müsste ich ja mal wieder und mich mehr bewegen, ja, wer auch Büroarbeit hat, ja, und viel sitzt, ja, sitzende Tätigkeit hat, wo man sagt, man bewegt sich wenig, ja, oder die anderen, die vielleicht eben leider keine Arbeit haben und dafür zu Hause dann immer vom PC rumhängen, ja, und merken, oh Gott, der Bürostuhl wird immer kleiner, ja, die Klamotten spannen immer mehr, wäre jetzt der Zeitpunkt, jetzt anzufangen mal, jetzt. Und wenn die innere Stimme schubst, ja, das ist ja das immer mit die Engel gemeint, wenn du dieses innere Gefühl habt, jetzt da in der Beziehung was tun zu müssen, ja, dann sollte das machen. Ja, das ist genau der Zeitpunkt. Es gibt immer wieder Zeiten, wo ihnen das auch leichter fällt, bestimmte Dinge zu ändern. Ja, gerade Rauchen, Alkohol, Ernährungsumstellung, Sport machen. Ja, das sind immer so Dinge, da hat man so Zeiten, da funktioniert das, ja, und da geht das. Ja, und nie, wenn ich das will, und dann merkt man, alles wie Kaugummi. Ja, wenn ich mir jetzt ein Datum setze, wie mit Rauchen aufhören Silvester, ja, mal das klassische Beispiel, ja, dann wird das meist nichts, weil man eigentlich sich dann sagt, ja, so richtig verinnerlicht man nicht. Man nimmt das, weil man sich fürs neue Jahr was vornimmt, ne, und dann ist aber doch alles wieder. Ja, sondern mittendrin, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, heute, ja, morgen, Montagmorgen geht es euch schlecht, weil ihr wieder das ganze Wochenende gequalmt habt und vielleicht fort wart und wieder was immer durchgetrunken habt, dann wirklich zu sagen, nee, jetzt ist Schluss, jetzt ziehe ich den Strich, ich kann das nicht mehr, ja. Man wird ja auch älter, nicht? Jetzt gerade mal für die älteren Zuschauer. Ja, und man verträgt das auch immer weniger, ja, solche Sachen, ja. Und ja. Und hier, dann macht euch hier ruhig nochmal mit der Musik bewusst. Denkt auch mal drüber nach, wenn ihr vielleicht die Entscheidung treffen müsst. Ja. Wie ich schon gesagt habe, lümmelt euch hin, legt eure Lieblingsmusik auf die ihr gerade in Stimmung seid, und dann lasst das hier auch mal miteinander wirken, nicht? Und Wunder geschehen ja bekanntlich immer wieder. Nur die meisten wollen es nicht sehen, weil die immer die ganz großen Dinge erwarten. Ja, so, seht ihr? Dann gehört ja das natürlich auch dazu, das Vertrauen. Das Vertrauen in die Schöpfung. Ja, das, wenn man, das ist immer das. Aber ich will lesen erstmal. Glaube an dich selbst und vertraue darauf, dass Gott und die Engel bei dir sind. Bitte sie um ihre Hilfe, die Ängste loszulassen, die dich davon abhalten, voller Vertrauen zu leben und diesen Zustand zu genießen. Deine Engel wissen, dass du in der Vergangenheit enttäuscht worden bist. Diese Erfahrungen mögen dazu geführt haben, dass dein Vertrauen in dich selbst, in andere Menschen oder sogar in Gott untergraben worden ist. Die Engel erinnern dich jedoch daran, wie wichtig es ist, an deinem Glauben festzuhalten und das Vertrauen nicht aufzugeben.
Durch das Ziehen dieser Karte betonen die Engel den Wert des Vertrauens in dein eigenes Selbst. Sie wissen, dass du wie jeder andere auch in der Vergangenheit Fehler gemacht hast. Diese Fehler haben jedoch deine wahre Natur nicht untergraben. Die Allgegenwart Gottes lebt nach wie vor in deinem Inneren. Und Gott ist unfehlbar. Die Engel bitten dich, Gott und ihnen zu vertrauen. Sie werden dir helfen, dein Vertrauen in dich selbst wiederzufinden. Ja, das ist immer so eine Sache, ja, das mit dem Vertrauen. Ja, hier wie jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, der Zeitpunkt ist jetzt günstig, wirklich seinem inneren Gefühl zu vertrauen, dass das jetzt besser funktioniert. Arbeit muss man natürlich selber. Ne? Ich sage immer wieder, Gott und die Engel machen nicht die Arbeit für euch. Ja, die helfen euch. Ja? Das heißt, wenn du jetzt den ersten Schritt gehst und willst das Nikotin, sagen wir mal, bleib mal ruhig beim Rauchen und willst das Rauchen aufgeben, ja? Weil das sind so meine Erfahrungen. Ich habe damals noch nie unbedingt wieder an Schöpfung und Engel geglaubt, weil ich oft gehört habe, Rauchen, aber den Zeitpunkt genutzt, der ja, für mich günstig war. Aber das ist es eben. Ja, du musst den ersten Schritt auch gehen und du musst zeigen, dass du das auch möchtest. Du musst von dir aus loslaufen. Ja? Und dann wirst du sehen, wie du die Hilfe kriegst und wie die Dinge dir doch leichter fallen, doch trotz der Sucht, doch, dass man immer mal dran denkt wieder, oh Gott, ich müsste mal wieder eine ziehen, ja, eine rauchen, ja. Und das Verlangen dann aber doch wieder nachlässt, ja, nicht ganz so stark ist, wie du das vielleicht sonst machst, wenn du einen ungünstigen Zeitpunkt dafür hast mit dem Aufhören, ja. Und das spürt man und das kann jeder von euch ausprobieren, ja, auch die jetzt sagen, ja Gott, denn das ist alles Quatsch, ja. Ja, aber ihr könnt es trotzdem ausprobieren. Ne? Dafür müsst ihr nichts bezahlen, dafür müsst ihr nichts, das kostet nichts. Das Einzige, was es euch kostet, ist die Überwindung. Ihr könnt die Dinge selber für euch ausprobieren. Das müsst ihr ja niemandem erzählen, wenn er sagt, ich habe es jetzt mal versucht und habe heimlich gesagt, wenn es doch einen lieben Gott gibt, nicht? Ob er mir denn nicht dabei hilft. Ja? Und wenn das dann merkt, der funktioniert, dann könnt ihr es mit so vielen Dingen ausprobieren. Dieses Vertrauen in die Schöpfung verliere ich manchmal auch. Ja? Also das ist völlig klar, wenn man dann wieder so, oh, heute ist wieder besonders an den Tag, alles schief geht, nicht? Die ja auch dazu gehören. Ja, wo ich dann sage, Himmel, Donnerwetter, Menschenskinder, was ist denn nun schon wieder? Und das piept mich an und da soll es Gott geben und was weiß ich nie und was macht ihr denn hier eigentlich, ja, wo man eigentlich weiß, dass bestimmte Dinge ja passieren müssen, ja, damit man erkennt und damit andere eintreten können. Ja, aber es geht mir ja selber auch so. Ja, ich habe dazwischen drin immer meine Zweifel, da bin ich ja auch ganz ehrlich dazu. Ja. Ja, oder eben, wenn man hier mit dem Engelorakel immer Pause macht, habe ich ja auch gemacht, weil erstens, wenn ich keine Lust habe und zweitens kann ja sein, dass die Wesenheiten keine Lust haben. Ja, das merke ich halt immer, wenn ich gar nicht in den Redefluss komme, dann merke ich, das wird alles mit Widerwillen. Ja, da vertraue ich also auch drauf. Das ist das nun jede Woche. Ja, kann ja passieren, es fällt jetzt mal wieder ein, zwei Wochen aus, ja, weil dann einfach das nicht da ist. Ja, oder weil man schon Dinge 100 Mal, ja, weil die eben auch keine Lust haben. Ja. Das immer ist, das ist einfach, gehört das dazu, aber dieses Vertrauen in die Schöpfung und das merkst du immer mit deinem inneren Gefühl, was du hast. Ja? Es wird wahrscheinlich niemand mit einer Stimme zu dir sprechen. Ja? Das passiert, also es gibt Menschen, die wirklich eine Stimme im Kopf haben, die das hören. Ja? Aber was ich immer meine mit der inneren Stimme, ist dein inneren Gefühl zu vertrauen. Den Gedanken, den du gerade reinkriegst zu gewissen Themen, zu gewissen Sachen. Ja. Oder was du machen sollst. Ja, viele tun auch immer, wenn sie Dinge anfangen, ja, wenn das aus dem Herzen kommt, ja, wohlig warm im Herzen ist, dann ist das richtig, was du tust. Ja, wenn es aber aus dem Bauch raus wirklich kommt, so ein Bauch, so ein ungutes Gefühl wirklich im Bauchraum verspürt, dann ist es falsch. Und dann sollte man es lassen. Und das ist aber das, was immer ignoriert wird. Ja. Das ist ganz einfach so. Und das kann man auch lernen, wieder auf sich selbst zu hören. Ja, und wenn du sagst, naja gut, sie ist nicht Gott, was hat mir einer mal erklärt? Ja, wir haben das alles im Unterbewusstsein, weil wir es irgendwo vielleicht schon mal in diesem Leben erlebt haben oder keine Ahnung. Ja. Dann ist es eben das Wissen, was er da anzapft. Ja, es ist ja völlig egal, ob er dann sagt, Engel gibt's nie. Ja, und trotzdem folgt er eurem inneren Gefühl. Ja. Was ihr dafür für eine Erklärung habt, ist ja schlussendlich auch egal. Ja. Das ist eigentlich auch egal. Und Gott wird euch da nie mit dem Tor schicken, der mal mit dem Hammer bei euch mal richtig drauf haut. Das wird er nie machen. Ja? Das wird er auf keinen Fall machen, weil der wird schon sagen, ja, wenn er die Erklärung hat und mir trotzdem folgt, ist das ja für mich in Ordnung. Ja? Also unser Schöpfer. Ja? Wenn ich von Gott spreche, meine ich den nie aus den Religionen, sondern ich meine unser aller Schöpfer, ja, der ja eigentlich... ja? Unser Planeten jetzt rede ich mal konkret, ja, weil
sonst wird das ja auch zu unübersichtlich, wenn man dann noch den vom Sonnensystem und den von unserem Teil der Galaxis und dann na, das wird ja dann zu unübersichtlich. Ja, bleiben wir auf unserer Mutter Erde. Ne? Da haben wir zu tun, dass wir da ne, miteinander alles auskommen. Ja, und dieses Vertrauen zu haben, ja, das Vertrauen zu haben, wenn ich jetzt zum Beispiel auch hier mit der Musik, ja, ich habe jetzt so Lust und bin in Stimmung und pfeife vielleicht schon ein Lied vor mich hin und das, ja, und dann suche ich es mir raus und lege es auf und setze mich hin, ja, diesem inneren Gefühl zu folgen und dann gucken, was passiert. Ja, jetzt nicht eine bestimmte Erwartung vielleicht haben, sondern gucken, was passiert. Ja, und hier mit dem Körperbewusstsein auch dasselbe. Wenn ihr jetzt wirklich wollt, auch sei es abnehmen, sei es Sport machen, ja, und ihr habt schon die Idee, mal im Fitnessstudio fragen zu gehen oder so, ob es dann nur macht, den Vertrag abschließt oder nicht, ist dann erstmal was anderes. Aber geht da erstmal los, geh erstmal hin, guck das an und dann kannst du immer noch wieder eine Entscheidung treffen. Ja, vertrau mal darauf, dass auch das Richtige dann tust, ja, wenn du wirklich deiner inneren Stimme folgst. Ja. Und das ist immer sehr wesentlich, weil unser Verstand, wir haben so viele Dinge gelernt, die eigentlich ja, uns immer nur abhalten von den Sachen. Ja. Wir brauchen unseren Verstand, wir brauchen das Rationale, das ist richtig, aber wir müssen unser Herz wieder dazu nehmen und das muss wieder in Einklang kommen. Ja. Herz und Verstand müssen wieder zusammenarbeiten und daraus dann die notwendigen Schlüsse zu ziehen für dich. Ja. Und das ist auch ja, Vertrauenssache, dass auch ja, jeder von uns, ich betone es nochmal, jede Seele hat ihren eigenen Schutzengel. Ja. Ihr seid seit Anbeginn eurer Seelenentstehung, seid ihr zwei zusammen. Ja. Und dein Engel kennt dich innen auswendig. Ja. Und du eigentlich andersrum, wenn du nicht inkarniert bist, kennst du deinen Engel. Ja, nur wenn wir inkarnieren, ja, vergessen wir das immer mit der Schöpfer, weil wir von innen heraus unseren Weg finden sollen. Ja. Und die innere Stimme ist meist dein Engel, der mit dir redet, der immer schubst und den du in erster Linie immer bitten kannst. Und der sorgt dann schon dafür, dass dann die notwendigen Wesenheiten oder Hilfe oder wie auch immer zu dir kommt und das teilt er dir dann mit. Ja, werden wieder einige lachen von euch, aber wie gesagt, ihr braucht hier nur das mal ausprobieren, das Vertrauen mal zu haben und wenn ihr euch schämt oder euch blöde vorkommt, dann macht es doch heimlich für euch, muss ja niemand wissen. Muss ja niemand wissen, wenn es dann funktioniert ist, oh gut. So, dann haben wir Romantik. Ja, du, Romantik, ja, das fehlt auch bei vielen. Ja, fehlt ein bisschen. So, Romantik. Die Engel helfen dir, deine Bedürfnisse nach einem Liebespartner zu erfüllen. Bitte um die Hilfe der Engel in deinem Liebesleben und nimm die Hilfe an. Diese Karte zeigt an, dass deine Engel deine Bitte nach einer romantischen Begegnung gehört haben. Sie erkennen die Sehnsucht deines Herzens nach Liebe an. Sie haben deinen Ruf erhalten und antworten auf dein Ersuchen. Du kannst jetzt zusammen mit den Engeln daran arbeiten, die Liebesbeziehung zu manifestieren, die du suchst. Die Engel werden dich auf besondere Weise führen, um sicherzugehen, dass dein Wunsch in Erfüllung geht. Zum Beispiel wirst du unter Umständen einen starken Drang verspüren, an einen bestimmten Ort zu reisen. Und dort angekommen wirst du vielleicht einen wunderbaren Partner finden. Die himmlische Führung wird dich vielleicht auffordern, dich zu verändern und neue Gewohnheiten aufzugreifen. Wie regelmäßiges Fitnesstraining, Umstellung auf gesündere Kost oder Besuch von Selbsthilfeseminaren. Folge diesen Anleitungen und du wirst die romantische Beziehung finden, nach der du dich sehnst. Hier kommen wir ja schon wieder Körperbewusstsein, nicht? Romantik. Und im gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Ja? Und das ist einfach so. Wenn der Körper krank ist, ist auch die Seele krank. Ja? Weil das hängt ja mal alles zusammen. Wenn ich eine Krankheit habe, dann zeigt mir der Körper das. Ja? In Symptomen. Ja, das ist so. Und die Romantik, ja, wer sehnt sich nicht nach Liebe? Ja, und für diejenigen, die in einer Partnerschaft leben, ja, kommt das vielleicht immer zu kurz. Gerade wenn man dann länger zusammen ist, ne, verläuft alles in Routine. 0815 und fertig. Ne? Und das ist dann vielleicht, wenn man dann doch nochmal Sex hat, genau dasselbe. Nicht? Ach, schon wieder, naja, bringen wir es hinter uns, Fall erledigt. Ja? Ja, was auch völlig normal ist, wenn man lange zusammen ist, ja. Dass das alles vielleicht ein bisschen schleift. Ja, vielleicht solltet ihr aber auch hier mal ja, wieder anfangen, ja, vielleicht für euren Partner wieder attraktiv zu werden. Ja. Und die Männer mal ein bisschen, wir Männer sind ja immer, was die Romantik angeht, ja, nun nicht ganz so. Ne? Das ist halt so, aber vielleicht bringt ihr eurer Angebeteten ja, mal wieder ein paar Blümchen mit. Hm. Oder gut, Alkohol wollte man abschaffen, ich wollte gerade sagen, eine schöne Flasche Wein, gut, wer nur trinkt, ja, oder macht mal ein schönes Essen abends, einfach wieder mit Kerzenschein.
nicht kein Candlelight-Dinner, sondern Essen bei Kerzenschein. Weil unsere Sprache klingt ja viel schöner wie Candlelight-Dinner. Also Essen bei Kerzenschein, schön romantisch mal machen. Und wer weiß. Ja, vielleicht funktioniert es danach, der Nachtisch ist dann... Ja, es soll ja Wunder wirken und Frauen sollen drauf stehen, habe ich mir sagen lassen. Ob die Frauen heutzutage auch noch drauf stehen, keine Ahnung, aber früher so, zu meiner Zeit, war das noch so. Ja, und wir Männer dachten das nie. Es kann natürlich auch mal andersrum sein, ne? Dass die Frau dann mal zeigt, ihr Mann wieder, du pass mal auf, hier, mich gibt's noch und ich bin noch da. Und ja, vielleicht hatte der Mann sich immer bemüht und die Frau hat es immer abgelehnt und dann vielleicht doch mal, ja, auch mal andersrum. Man kann natürlich mal das auch andersrum machen. Ne? Man sein Lieblingsgericht kochen, ja, das heißt ja, Liebe geht durch den Magen, nicht? Und das ist immer so, weil es schläft ja wirklich auf viele Sachen auch ein, ja. Und für uns, die nur solo sind, ist dann natürlich die Sehnsucht nach einem Partner, Partnerin immer gegeben, ja. Ist vielleicht hier wieder mal der richtige Zeitpunkt, da sollte man mal vertrauen. Aber jetzt ist immer dumm, wenn so eine Karte kommt, ja, dann tu mir verkrampft jeden und jede auf der Straße angucken, ja, oder so, die uns begegnen, ob sie nicht doch dann der oder die richtige für uns ist. Ja, also da nehme ich mich nicht aus. Das ist immer ein bisschen das Problem dann, wenn man das weiß. Ja, und dann wartet man wieder drauf. Ja, also einfach mal nicht drauf warten, hier mal vertrauen, dass vielleicht der oder die Richtige doch in unser Leben tritt. Ja, vielleicht ist er auch schon mehrfach getreten und man hat es wieder... Also ich bin ja da auch so... Na, wenn die einen dann hier am Arm packt und sagt, ey Alter, siehst du nicht, dass ich was von dir will, wird das bei mir immer ganz schlecht. Also da habe ich auch ein bisschen was dazwischen angeht. Da auch ein paar Defizite, ja, das ist... das ist schon... Ja, und das, ich denke, das geht nicht nur mir, das geht vielleicht den Großteilen der Männern auch so. Ja, aber es gibt aber auch Frauen, die das da nicht mitschneiden. Also das ist nicht nur, dass das, sage ich mal, auf ihr Geschlecht... nur zutrifft, sondern das ist immer auf Gegenseitigkeit, denke ich. Ja, gibt sowohl solche wie solche, das ist so völlig normal. Ja, aber dass man da vielleicht immer wieder hinguckt. Ja. Und vielleicht, wenn man dann schon das Liebliche ausstrahlt, wenn man mit einem Lächeln durch die Straße geht, statt immer mit hängenden Lippen, ja. Mundwinkel, ja, hängende Lippen, hängende Mundwinkel, ja, und dann aufpassen, dass man sich beim Laufen immer fast auf die Unterlippe tritt. Ja, da wird das natürlich mit der Romantik auch nichts, ja. Und wie gesagt, die Paare müssen es ja immer mal wieder ein bisschen erfrischen. Und da hört einfach auf eure innere Stimme, nicht? Und wenn ihr euren Herz allerliebsten da mal, dann macht's einfach. Ja. Soll funktionieren. Und wenn das nicht mehr funktioniert und gar nicht mehr ist, dann, tja, muss man mal hier wieder Vertrauen haben, dass dann, tja. Aber das soll ja die Karte eigentlich nie ausdrücken. Eigentlich soll sie ja ausdrücken, dass man das ja mal wieder probiert. Ja, bevor man ist. Da gucken wir mal gleich, was die nächste Karte sagt. Oh, Manifestation. Ja, da kann man ja nun nicht das auch nochmal manifestieren, nicht? So, wartet. Wir lesen erst einmal. Neue Möglichkeiten, Gelegenheiten und Fülle eröffnen sich dir. Mache dir bewusst, dass du all diese Geschenke in diesem Moment erfahren kannst. Die von dir erhofften Ziele sind dabei, sich zu verwirklichen. Vielleicht werden sie sich auf eine andere Weise manifestieren, als du erwartet hast. Ja, das ist immer so ein Ding. Ja. Doch werden die Belohnungen, die du dir so sehnlichst wünschst, wie zum Beispiel Gefühle von Frieden, Sicherheit und Glück, genauso eintreten, wie du sie erbeten hast. Bitte deine Engel, dir zu helfen, Vertrauen in deine Fähigkeiten zu haben. Das ist immer schon wieder Vertrauen, nicht? Dinge und Ereignisse zu manifestieren. In diesem Vertrauen kannst du gemeinsam mit Gott alles erreichen. Dies ist ein Prozess, in dessen Verlauf sich alle Gedanken in greifbare Form verwandeln. Zunächst beginnen sie als eine Idee, geboren aus der einen göttlichen Quelle. Dann ruft die Idee ein Gefühl hervor. Falls das Gefühl liebevoll und nährend ist, erschaffen die Idee und das Gefühl gemeinsam den Embryo der Manifestation. Du nährst deine neugeborene Idee, indem du an sie glaubst und der schrittweisen Anleitung folgst, die Gott und die Engel durch Gefühle, Träume und Visionen geben. Ja. Das ist ja so. Nun ist ja immer viel verbreitet, nicht? Du brauchst dich ja bloß hinsetzen und ummachen und deine Wunscherfüllung, ja, wie das hier im New Age immer ist, ja, was man ja immer mit der Esoterik verwechselt, ja, mit dem New Age-Glauben, ja, wir sind alle gleich und alles können wir und wenn du Millionär bist, brauchst du dir ja nur drum bitten und dann wird das passieren. Nee, das ist falsch.
Du kannst nur das manifestieren und es kann sich nur das in deinem Leben erfüllen, was in deinem Lebensplan ist. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal ja auch schon gesagt. Also das, was von dir innen herauskommt. Ja, deswegen hier das Vertrauen wieder. Das Vertrauen auf deine innere Stimme, auf das Gefühl, dass das, was du brauchst, von dir innen herauskommt. Ja, was dein Gedanke ist. Ja. Ich kann dir jetzt zwar was erzählen und sagen, pass mal auf, müsstest vielleicht mal abnehmen und ein bisschen Sport machen, ja, aber wenn das mit dir nicht in diese Resonanz geht, wo du sagst, na weißt du, wenn ich mir das so überlege, eigentlich hat er recht und das Gefühl habe ich schon lange, ja, würde das nie funktionieren. Ja, da kann ich reden, wie ich will, da rede ich gegen die Wand und das wird nichts. Ja, hat ja vielleicht jeder schon mal gemerkt, weil er einen anderen vielleicht von einer guten Sache mal überzeugen will und. Ja, wenn aber bei dem Gegenüber der Punkt noch gar nicht erreicht ist, wo er vielleicht noch nie drüber nachgedacht hat oder ja, das noch nie in seinem Lebensweg enthalten ist, da kannst du reden und im Quadrat springen, da wird nichts. Ja, und dasselbe ist mit Manifestieren. Wenn ich manifestiere, ich will Millionär werden und beschäftige die ganze Zeit damit, mit, ja, und es wird nicht, ja, dann muss ich mir mal überlegen, dann ist das in meinem Lebensplan einfach nie vorgesehen, ja, dass ich Millionär werde. Und weil es nie vorgesehen ist, wird es so nie eintreten, ja. Sei denn ich wechsle zur dunklen Seite der Macht, sage ich ja immer wieder, ja, dann ist das was anderes. Wenn du aber auf der lichten Seite bleiben willst, kommt immer nur die Dinge, die für dich nötig sind, die Dinge, die für deinen Lebensweg da sind, für diesen, ja, die Dinge, die du aufarbeiten musst, wo es klemmt, ja, das ist, ja, und das kannst du manifestieren und du kannst eben nur das, was von dir innen herauskommt, was immer ein Bedürfnis ist, kann immer sein, dass es du zwar als Seele das Bedürfnis hast, aber schlussendlich doch nie für deinen Lebensplan vorgesehen ist, aber das merkt man ja dann, ja, das merkt man, dass man da immer den falschen Dingen, ja, und dem muss man dann eben folgen und dann muss man dann eben vielleicht diesen oder einen Traum oder was man dann hatte, doch mal wieder hinterfragen, hier, kann man sich ja wieder mal hier mit der Musik entspannen und hier dann um die Hilfe bitten, wenn man sich dann wieder nie auf dem einen Sache klar ist, um dann nie immer das Falsche zu manifestieren, der Zeit zu verplempern, ja, in dem Sinne, für Dinge, die sowieso jetzt nie eintreten werden in deinem Leben, die in deinem Leben nie vorgesehen ist. Ja. Das ist also mit der Manifestation gemeint. Nicht das, was dir einer von außen anträgt, ja, da musst du ja bloß das und dies und jenes machen und mit deinem Inneren aber gar nicht konform geht. Ja. Also das ist immer das gemeint mit dem Manifestieren. Ja, wir sind nie alle gleich. Wir können nicht alle das Gleiche und das sollen wir um Gottes Willen nicht. Ja, Gottes Vielfalt, da brauchen wir uns ja bloß auf unserem Planeten umgucken. Noch ist sie ja vorhanden, ja, auch wenn sie immer mehr zerstört wird. Ja, und dazu, jetzt bin ich raus. Ja, also wirklich nur, was von dir in heraus Bedürfnis, was aus dem Herzen kommt, aus dem Herzbereich, was deine Gedanken sind, dort eben drüber. Und da kannst du dir auch hier eben mit dem Entspannen in der Musik immer drüber nachdenken, klar werden. Da kann man immer Dinge loslassen mit der Musik, ja, was man vielleicht manifestiert hat, wo man aber merkt, ne, das ist ja doch nicht das Richtige und das mache ich jetzt nicht. Ja, das, zu der Erkenntnis kann man auch kommen und mit Musik lässt sich es manchmal auch leichter loslassen, ja, wenn man dann in dem Gefühl ist und diese Schwingung hat und dann sagt, ne, eigentlich war es ja jetzt Quatsch, was ich gemacht habe, das ist gar nicht, doch nicht so das, was ich will, ja, das, was ich will und was ich tue. Ja, und die letzte Karte für heute. Gleichgewicht, seht ihr? Ganz zum Schluss kommt das nochmal hin. Damit das ins Gleichgewicht kommt, ist dein Terminplan in letzter Zeit einseitig? Oh, dann sorge dafür, dass deine Zeit zwischen Arbeit, Spiel, Spiritualität, körperlicher Bewegung und zwischenmenschlicher Beziehung gleichmäßig aufgeteilt ist. Die Engel wissen, dass du sehr beschäftigt bist und deine Zeit mit vielen weltlichen Belangen angefüllt ist. Sie wollen dir bei deinen Verantwortlichkeiten helfen, indem sie dich zu einem harmonischen Gleichgewicht führen. Wann immer unsere Termine und Verpflichtungen überhand nehmen, sinkt unser Energieniveau. Energielosigkeit gibt uns das Gefühl, dass der Tag nicht genug Stunden hat, was zu einem Teufelskreis zeitlicher Begrenzungen führt. Deine Engel bitten dich, deine Tage mit regelmäßigen Perioden von Meditation, Bewegung und Spiel aufzulockern. Die Engel wissen, dass es zu deinem Wachstum und deiner Lebensfreude beiträgt, wenn in deinem Leben ein Gleichgewicht zwischen Arbeit, Spiel, Spiritualität, körperlicher Bewegung und Beziehung herrscht. Wenn du dich von deinen Verpflichtungen überwältigt fühlst, zögere nicht, Gott und die Engel zu bitten, die Last zu erleichtern.
Ja, das ist ja auch immer sowas, nicht? Man nimmt sich immer zu viel vor. Dann ist der Tag vollgestopft, dann hat man hier für sowas mal gar keine Zeit, nicht? Und dann döst man rum und macht alles falsch und dann kommt man nur noch in Hektik. Dann tut man ja vielleicht dein Körperbewusstsein vernachlässigen, trinkt man einen Schluck mehr, nicht? Weil Alkohol, das wird ja so schön, nicht? So, oder raucht zu viel dann, weil man im Stress ist oder trinkt zu viel Kaffee wieder, ja? Und dann kommt das Ganze alles ins Strudeln, ja? Die Gesundheit, das Nervenkostüm, ja, hier hört man nicht mehr auf die Stimme, ja, und da fährt man keine Zeit, für die Romantik sowieso nie, dann um Gottes Willen. Ja. Und dann kommt man zum Manifestieren ja schon gleich gar nicht mehr, weil man erfasst es nie, ja, das ist wirklich so. Also solltet ihr die Woche mal hingucken, mal wirklich euren Terminkalender nehmen. Ja. Jetzt sage ich einfach, nehmt euch mal die Zeit, nehmt euch mal die Viertelstunde hier, macht das mit der Musik, mit dem Gedanken und lasst einfach mal Revue passieren, was vielleicht die nächste Woche eigentlich so los habt und ob ihr nicht bestimmte Dinge vielleicht umlagern könnt, dass es gleichmäßiger verteilt ist. Ja? Wenn wichtige Termine anstehen, die kann man ja meist nicht verschieben, aber vielleicht sind ja meist immer die unwichtigen Termine, die man für sehr wichtig nimmt, dann packt sich das voll. Ja? Wenn man am Tag drei Freundinnen trifft hintereinander, ja, entweder lädt man die auf einmal ein oder man tut sie immer ein bisschen... Ja, verschieben, verteilen, dass man das nicht sich so gezwungen ist, nur von einem zum anderen zu hetzen. Ja, ja, es ist manchmal einfach so, man überlädt sich, ja, und man ist es, ja, das ist gar nicht Absicht, das macht man einfach und fertig und hinterher stellt man fest, ich krieg's gar nicht hin. Ja, und wenn wir nämlich nicht im Gleichgewicht sind, ja, da wird das mit dem anderen eben alles auch nicht, was wir hier haben. Das ist jetzt nicht bloß die Romantik, sondern ja, man vernachlässigt sich selbst im Prinzip ja auch, weil man denn die Dinge schaffen will. Ja, und dort mal ein bisschen Ordnung eben reinzubringen wieder und dass es harmoniert. Es gibt Dinge, die müssen wir machen, das ist ja gar keine Frage, aber es gibt Dinge, die kann man ja vielleicht dann doch nochmal verschieben. Ich meine, es heißt ja immer, was du heute kannst besorgen, ja, verschiebe ruhig auf übermorgen, so lebe ich ja immer. Ja, nee, kleiner Spaß, also eigentlich heißt es ja, ne, das verschiebe nicht auf morgen, also musst du wirklich gucken, was Priorität hat, ne? Einteilen nach Priorität. Was nicht so hoch ist und was vielleicht so eben einfach, ne, also was man mal machen möchte oder machen würde, aber jetzt nicht so dringend notwendig ist zum Leben, ob man da nicht was verschieben kann, verändern kann, terminlich sich, ja, damit man auch sich wieder klar wird. Und dazu sollte man sich ruhig hier mal die Zeit nehmen bei seinem Lieblingsstück, ja, und dann auch in das Vertrauen gehen, dass man auch zu diesen Sachen die richtige Entscheidung trifft, das schön aufzuteilen. Ja. Eben eine Nacht drüber schlafen, so mache ich es immer. Es ist wirklich so, das bewirkt manchmal auch Wunder. Ja. Und ist ein wesentlicher Punkt. Ja. Und das passt auch schön zu dem Gesamtbild hier heute eigentlich, nicht? Ja, die Dinge ins Gleichgewicht bringen. Ja. Und da gehört eben auch ein Körperbewusstsein dazu, mal nachzudenken, was man da macht, zu viel Stress hat, zu dick ist, ja, sich zu wenig bewegt, zu Alkohol trinkt, zu viel, ja, eben Nikotin, zu viel Kaffee. Ja. Denn das immer, dass man darauf rumreitet. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja. Das einfach mal nutzen, wenn ihr einfach im Trubel seid, ja, was euch dann überfordert, einfach doch zu sagen, jetzt auf die Bremse treten, ja, hier sich mal die halbe Stunde wirklich nehmen und sich über die Dinge einfach mal klar werden. Ja, einfach um. Und gebt ruhig, wo ihr jetzt vielleicht keine Lösung findet oder wo ihr im Zweifel seid, ja, was er tun soll, doch hier das Vertrauen zu haben, gebt es einfach ins Universum. Ja, und erwartet nicht eine Antwort. Ja, manchmal kommt sie sofort, manchmal dauert es auch ein, zwei Tage, weil man immer drüber nachdenken muss oder vielleicht Möglichkeiten arrangieren muss, damit das funktioniert. Ja, aber die Antwort kommt immer. Also ist einfach so. Ja. Es sind nur meine Erfahrungen, seit ich mich bewusst an die Schöpfung angebunden habe. Ja. Mache ich auch noch Fehler, rennt auch gegen die Wand, völlig klar, weil genau ist perfekt. Nicht? Das ist, wie ich auch sage, dass dieses Engel-Orakel nicht nur von meiner Energie unbeeinflusst ist, kann ich auch nicht sagen. Ne? Weil ich versuche es zwar neutral zu halten, gebe das so hin, dass es für einen Großteil der Menschen, ne, zutrifft, aber dass es nur von meiner Energie unbeeinflusst ist, also das kann ich nicht garantieren. Ja? Und das ist wahrscheinlich auch nie so. Ja? Und es kann auch sein, habe ich ja auch gesagt, dass nicht alles für euch zutrifft, ja, oder manchmal trifft das Orakel auch gar nicht für euch zu, ja, weil es gerade eben das nun nicht so ist, ja, weil, wie gesagt, es gibt immer einen größeren Teil, der passt und der kleine Teil, der ist im gerade nicht dran, ja. Ja, dass ihr dann nicht enttäuscht seid und so, ach, das ist da alles Mist, ne, pff, ja, ne, das kann natürlich auch mal passieren, ja.
dass das eben nicht zutrifft. Oder nur ein Teil davon, ne? Dass gar nicht alle Karten für euch sind, weil er sagt, ja, nee, wieso, das ist für mich klar, das mache ich ja schon und hier gehe ich auch einfach. Ja, Punkt. Das ist sowieso und mein Gleichgewicht, naja, das hält sich eben gut, ich müsste hier vielleicht was tun und fertig. Ja. Also das ist immer so, ihr müsst für euch das, wenn ihr das Orakel euch anguckt, ja, und das anhört, gleichzeitig so wie ich es erzähle, mit euch in Resonanz gehen. Und dann könnt ihr das gleich um ein bisschen schon mal grob vorfühlen. Die Feinheiten könnt ihr ja dann noch ganz in Ruhe die nächste Woche dann klären, nicht? Aber wenn es mit euch schon in Resonanz geht, sei es nur in positiver Form, was ich ja hoffe. Ja, es kann aber auch sein, dass da schon noch zwei Karten oder so ist, das ablehnen, wo du sagst, nee, das ist ja gar nicht hier für mich. Dann ist es richtig, da müsst ihr auch nicht weitergucken, da müsst ihr es auch nicht quälen. Ja, dann ist es halt nichts für euch. Entweder die Woche nicht, in dem Moment nicht, oder ihr habt im Allgemeinen hier noch ein Problem mit der Schöpfung, mit dem Vertrauen, mit eurer inneren Stimme, ja, mit dem, was ihr gelernt habt und dem, was eigentlich ist, ja, noch im Konflikt steht und da noch nicht bearbeitet habt. Das kann natürlich auch sein. Ja, das ist... Wie gesagt, es ist ja nie, ja, ich mach's und wer es gucken will, guckt's und wer nie, der lässt es, ja, der kann ja das Video auslassen. So, meine Lieben, ich denke, wir haben heute wieder genug geschwatzt, wir haben wieder genug zu tun die Woche, so wie immer, ja. Wieder die Innenschau, wie immer, es ist ja eigentlich immer Esoterik, ist ja, heißt ja eigentlich deine innere Verbindung zur Schöpfung. Ne? Exoterik ist das Äußere, die äußere Verbindung, die wir haben, also alles das, was wir sehen und greifen können. Und die Esoterik ist ja das Innere, deine innere Verbindung zum Schöpfer, zu den Wesenheiten, zur Mutter Erde, Mutter Natur und. Ja? Und dort müssen wir immer in die Innenschau gehen. Ja? Immer wieder, das ist Esoterik, ja? Nie irgendwelche... Welche Wunscherfüllung? Ja, also Wünsche haben wir alle um Gottes Willen, weil wenn wir keine Wünsche mehr haben, dann können wir aus der Inkarnation ausscheiden. Ja, das ist dann einfach so. Wünsche bringen uns ja auch vorwärts. Ja. Aber es ist die Frage, was wir uns dann wünschen. Ja, das ist immer so eine Sache. Ja, und ob dies dann nur vorgesehen ist. Und es gibt auch immer kleinere Überraschungen in unserem Leben. Das gehört einfach so dazu, wo man so, ach, das ist aber schön, jetzt freut mich das und so. Ja, so wie als kleine Leckerlis, so als Belohnung. Deinen Weg richtig mal. Ja, das gehört einfach dazu. Aber eben, ja, jetzt nicht sich manifestieren und wünschen, wie wir es schon immer sehen, was nie mit eurem inneren Konflikt geht. Das meine ich damit. So, jetzt ist aber wirklich Schluss, meine Lieben. Da wünsche ich euch viel Erfolg bei euren Erkenntnissen, bei gutes Gelingen hier, wenn er hier in dem Punkt was angeht. Ja, wünsche allen eine wunderschöne Woche und sage wie immer bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.